Boah, harte Schokolade, ey. Ich glaube, ich habe gerade von dem irgendwas erhalten. Feuerball 2 erlernen. Schicke aus der Hand des Zauberns einen langsam aber hochexplosiven Ball der Flammen. Interessiert mich ehrlich gesagt mehr als das da, weil ich also der Magier-Typ bin. Achso, ich kann 4 Zauber erlernen. Dann würde ich sagen, ich nehme mir mal den Feuerzauber mit. Den Eiszauber mit. Okay, warte. 4. 5. Und 6. Ich hab den Eiszauber doppelt. Wieso hab ich den Eiszauber doppelt? Feuerball! Das ist krass, okay. Der braucht doch nicht lang, das heißt, ich werde glaube ich jetzt mal so hier reinstürmen. Feuerball! Boah, krass, Alter. Feuerball! Bam! Alter, was macht das für Schaden? Oh, es ist hart, Alter! Der hat mal alles kaputt! Moment, das muss ich umändern. Dann kommt hier der Feuerball hin. Und dann kommt da der kleine Goblin hin, den ich beschwören kann. Krasse Schokolade, also. Wow. Nice, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier noch so? Das ist ein Fass. Da haben wir noch eine Zellentür. Da haben wir noch eine Zellentür. Ich möchte euch das hier überreichen, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Gegenstandsbelohnung, Glückswürfel. Achso. Sehr niedriges Angriffstempo. Körperlicher Schaden übermittelt. Ist zweihändig, okay. Oh, die nehme ich, okay. Die ziehe ich mir auch gleich an. Ja. Die nehme ich mit. Oh, hier haben wir wieder mit Gold überschüttet. Und irgendwie habe ich gerade Rosettenarmband gelesen, aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. So. Zellentür, Zellentür. Ich möchte dir was als Dankbarkeit beweisen. Das brauche ich nicht unbedingt. Oh, obwohl. 6 Mana mehr. Wie viel Mana brauchen wir denn ungefähr? Moment, ich muss ganz kurz. Ach, kann ich gerade nicht gucken, gell? Bonus, 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 Bonus. 25 Schaden vom Begleiter, Bonus, Attribut Schicklichkeit. Ich würde einfach mal dieses Ding hier mitnehmen. Und gucken wir mal ganz kurz, wie viel braucht denn so ein Ding. Das braucht 13 Mana, das braucht 28 Mana. 12. Mana ist schon geil, ne? Ich sehe auch gerade, ich habe schon wieder was zum Skillen da. Dann skill ich mir nochmal das da hoch. Moment, stopp. Ich habe 73 Mana momentan. Eisklutsteinwürfel, Eispanzer, Eispanzer. Was ist das? Eispanzer, Eisschaden. Geile Schokolade eigentlich. Helm nicht einzeigen, haben wir ja gemacht. Ich würde gerne. Wo ist das Ding jetzt hin? Mein Inventar ist voll. Okay, Begleiterinventar. Packen wir mal den ganzen Spaß hier rein, den wir gefunden haben. Oh Gott, stimmt. Die Glutsteine behalte ich in meinem Inventar natürlich wieder. So. Dann will ich nochmal ganz kurz gucken. Rohleder, Blitzklinge, bla bla bla. Ich habe doch gerade irgendwo diesen Stoff, diesen Handschuh bekommen, oder? 3 Mana-Regeneration pro Sekunde. Immer noch was. Wo ist das mit Mana jetzt gewesen? Wo ist denn das mit gibt 6 Mana? Das war ein Handschuh, oder? Was war das? Bin ich jetzt falsch? Gesundheitshandschuh, ja, 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 ja. Leerer Sockel, gefundene Goldmenge erhöht sich um 1. Ist aber nicht so effektiv wie unseres. Zaubertempo, Gesundheit.
Wo ist denn dieses Mana-Ding? Oder ist das die? Ah, das ist die. Ich würde mal... Wie viel Gesundheit haben wir denn momentan? Wir haben 1300. Sagen wir mal, wir würden jetzt mal auf das und das gehen. Nur mal so aus Spaß. Das haben wir jetzt von 1300 und nun mal ein bisschen runter mit der Gesundheit. Aber wir können jetzt natürlich wesentlich länger unsere Mana verballern. Ich habe wenig Mana. Wir haben jetzt 79 und haben eine krasse Regeneration. Eine echt krasse Regeneration. Oh, what the fuck? Ich schicke übrigens mal meinen Begleiter ganz kurz mal in die Stadt. Der ist dann gleich wieder da. Hier geht es anscheinend nicht weiter, aber hier geht es vielleicht runter. Mir geht es auch nicht, okay. Dann gehen wir zurück. Hier war auch nichts mehr. Hier kann man nicht in den Käfig rein, okay. Hier geht's weiter. Okay. Sterb bitte eines grauenvollen Todes. So, ich glaube, wir haben wesentlich weniger Mana-Probleme jetzt haben. Oh, ich bin euch ja so dankbar. Ich dachte schon, ich würde nie wieder etwas verzaubern. Als ich überfallen wurde, habe ich... Was war ich auf dem Weg zur Enklave der Esterianer? Sobald ich meine Sinne wieder beisammen habe, werde ich mich dorthin begeben. Kommt doch mal vorbei und besucht mich, wenn ihr Gelegenheit habt. Mach ich, mach ich, mach ich. Vielleicht kriegen wir eine gratis Verzauberung oder sowas. Immerhin haben wir das Leben gerade. Was? Tut die Lotion in den Eimer. Illusion. Was für eine Lotion? Warum war mir das klar? Du hast wenig Probleme. Nee, viele Probleme hast du eigentlich. Ich finde, es funktioniert sehr gut mit unserem neuen Mana-Problem. Bin begeistert. Hier kommen wir auch nicht weiter. Habe ich jetzt die Lotion? Habe ich immer noch nicht. Irgendwo muss es hier eine Lotion geben. Euer Begleiter ist zurück. 2000 Gold. Du bist super Katze. Super Katze. Wo bekommen wir die Lotion hin, Herr? Und wo kann ich hier noch weiter? Hier waren wir überall. Habe ich euch nichts übersehen? Ah! Alles klar. Lotion. Fuck. Ich weiß zwar jetzt nicht genau warum, aber es hat, da kam Fledermäuse hoch, die mir Geld geschenkt haben. Das Spiel macht viel Sinn und jetzt werden wir das aufgefordert wieder zu gehen. Darum gucke ich mich hier nochmal ganz kurz um, aber ich glaube, wir haben soweit alles bekommen und machen es auf den Weg nach oben. Einige Ausrüstungsgegenstände können nur verwendet werden, wenn ihr bestimmte Stufen oder Wertanforderungen erfüllt. Anforderungen, die ihr derzeit nicht erfüllt, werden rot angezeigt. So. Super, dann haben wir das Ding fertig gemacht. Mal kurz gucken, wenn ich jetzt mal runtergehe. Nee, alles gut, okay. Na gut, nicht identifizierte Gegenstände können mithilfe der Identifikationsrollen identifiziert werden. Dies ist per Rechtsklick auf den Gegenstand möglich. Dabei wird automatisch eine Identifizierungsrolle verwendet.
Die letzten drei Worte konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Sklavenhändlerlager betreten. Wir sind auf jeden Fall gut dabei. Und wir sollten vielleicht gleich mal den kleinen Mann besuchen. Der kann uns vielleicht ein bisschen upgraden. Und auch so bräuchte man vielleicht das ein oder andere Upgrade gerade. Fehlt an der Hauptschlüsselgutschein? Wieso kriege ich das Portal nicht an? Ich begebe mich mal... Identifizierungsrolle. Ach, cool. Identifizierungsrolle eigentlich. Ich tue mich mit dem Wort sehr schwer. Identifikation. Wort of Doomness, würde ich sagen. So... Hier geht's runter und da oben ist jetzt irgendeine Höhle. Wohl neu hier. Zwingerwache. Ach, hier haben wir das Ding. Okay. Dann wollen wir da mal reinschlutzen. Schlutzen? Reinschlutzen? Ich weiß nicht. Und mal schauen, was es hier so gibt. Oh ja, Trap. So. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, nein, eine Trap, das ist, oh mein Gott. Ich würde nur sagen, oh mein Gott, er ist tot. Ich brauche mehr Mana. Die machen echt viel Schaden, die Viecher, ne? Oh, ja, na klar, häng dich weiter auf. Das hat sich gerade aufgehangen irgendwie, deswegen konnte ich gerade, bin ich gerade so ziellos da reingerannt. What the fuck? Bin verwundet. Ja, das ist mir aufgefallen. Was war das denn? 5 Trillionen Fledermäuse. Accepted. Ich habe wenig Mana. Hallo, 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 du volles Leben. Euer Begleiter. Ich brauche mehr Mana. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Höhle ist nicht für uns. Euer Begleiter ist geflogen. Ich brauche mehr Mana. Alter. Spammt einen hier mal bitte mit 5 Trillionen Fledermäusen zu. Weg, 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 weg. Ich hab doch einen Klatsch. Einen Klatsch habt ihr. Ich habe wenig Mana. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Nicht genug Mana. Der regeneriert sich schon. Ich habe wenig Mana. What the fuck? König, was? Euer Begleiter ist schwer verletzt. Ich brauche mehr Mana. Euer Begleiter flieht. Eisgiel. König Eisgiel, na klar. Euer Begleiter ist geflohen. Genug Mana. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Alter, das ist viel krass. Ich habe wenig Mana. Nicht genug Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche ja, mehr ja, du brauchst mehr Mana. Das macht zum Glück keinen Schaden, Alter. Euer Begleiter ist verwundet. Wir machen schon einen echt krassen Damage, muss man mal sagen. Aber wir halten auch echt kaum was aus. Wir sind so... Wir sind echt so, so... Wer stirbt zuerst? Einfach nur, das ist pures Draufknallen mit den anderen Viechern. Dann geht es einfach nur darum, wer zuerst den Löffel abgibt. Hier oben war gerade noch irgendwas. Hab ich das verstellt jetzt? Okay. Ich sollte vielleicht mal die Zauber verwenden. Ich verwende die Zauber so selten. Ich packe mir mal hier die Feuerrolle drauf. Und packe mir hier mal den drauf. Dann nutze ich die hoffentlich ein bisschen mehr. Dort. Nutze ich hoffentlich ein bisschen mehr. Der Schützerkoloss kann ruhig da oben bleiben. Boah, ist die heftig. Ich bin verwundet. Nein! Close, close, close. Ich weiß gar nicht, wo ich das lang wäre soll. Das macht dem schon Schaden, ne?
Mana. Okay. Euer Begleiter. Stirb! Euer Begleiter flieht. Stirb! Boah, es macht echt Schaden, das Ding, Alter. Euer Begleiter ist verwundet. Ist das Ding krass? Ich habe wenig Mana. Stirb! Ich habe wenig Mana. Das sind echt so One-Shot-Dinger, die hätte man die Fledermäuse reinhauen können. Euer Begleiter ist verwundet. Siehst du das, Alter? Was das für einen Schaden macht? Verwundet. Schön, dass ihr das mir sagt. Ich würde es echt vergessen. Ja, das sollte ich. Man sollte das vielleicht auch treffen. Wenn das schon so selten, wenn das schon, es ist ja, hat ja doch eine recht große Abklingzeit.